Das Parlament hat Nein gesagt zum UNO-Migrationspakt. Wir kommen jetzt eine Vorlage über und können das hier innen diskutieren. Der Bundesrat hat in diesem Bereich zur weltweiten Personenfreizügigkeit eine Niederlage eingefahren. Weiter haben wir können verhindern, dass die Steuern angehoben werden auf Benzin und Heizöl. Auch das ein Erfolg von der SVP. Leider haben wir auch negative Entwicklungen gehabt, jetzt in der Wintersession. Einerseits hat der Bundesrat ein Rahmenabkommen in eine Konsultation geschickt, wo er bereit ist, die zwingende Übernahme von EU-Recht und gleichzeitig auch den Europäischen Gerichtshof zu übernehmen. Das ist natürlich eine ganz schlechte Entwicklung, die die Schweiz am Schluss zu einer Scheindemokratie würde machen. Wir haben bei der Ostmilliarde haben wir es leider nicht geschafft, dass hier das Volk darüber entscheiden kann. Die CVP und die FDP haben sich dagegen gewehrt, dass darüber eine Volksabstimmung durchgeführt werden kann. Und schliesslich hat leider der Ständerat entschieden, dass ein griffiges Heimreiseverbot für Flüchtlinge, das wir hier im Nationalrat beschlossen haben, gekippt worden ist.